Bereits vor 52 Jahren wurde der Ausbau der B67 in das Programm für den Bau der Bundesfernstraßen aufgenommen. Am Mittwoch, dem 24. Februar 2021, trafen sich die Verantwortlichen von Straßen NRW und der IHK Nordwestfalen mit Pressevertretern, um über den Ausbaustand der B67 zu berichten. Die Planfeststellung war erst trotz aller ministerlichen Unterstützung Ende 2017, Anfang 2018 fertig. Und da haben wir vor 3 Jahren ja hier schon den großen Aufschlag gehabt mit Herrn Verkehrsminister Wüst. Und da haben wir gesagt, juristisch ist es geschafft und jetzt muss es eben noch tatsächlich geschafft werden. IHK-Vizepräsident Heinrich-Georg Krumme freute sich mit Blick auf das neue Brückenbauwerk an der B474, dass der Straßenausbau der B67 seit 2018 gut voranschreitet. Also, was man sagen kann, und heute haben wir ja einen Baufortschrittsbericht gehört von dem Leiter des Straßenbauamtes, Herrn Ranzmann, ist, dass die Bauarbeiten hier noch 2 Jahre andauern. Dann haben wir einmal den Abschnitt Autobahnanschluss Dülmen Nord bis zur Kreuzung 474 fertig und dann in einem weiteren halben Jahr, das wäre also so bis spätestens Mitte 2023, den Anschluss bis zur Ortseinfahrt Mehrfeld. Ein Gruppenfoto auf der neuen Brücke. Im Hintergrund eine ellenlange Fahrzeugschlange. Allein aufgrund dieses hohen Verkehrsaufkommens lässt sich erahnen, wie viele Fahrzeuge demnächst über die B67 eine schnellere Route suchen und somit andere Straßen entlasten. Und es werden also nach Fertigstellung werden 16.000 Fahrzeuge in 24 Stunden hier diese Straße nutzen. Und damit ist das die Lebensader des Westmünsterlandes. Insgesamt wird in 4 Bauabschnitten gebaut. Bereits im kommenden Jahr soll der erste Bauabschnitt in Dülmen fertiggestellt werden. Die angeplanten Baukosten wurden bisher nicht überschritten, so Manfred Ranzmann von Straßen NRW. Wir arbeiten natürlich kontinuierlich weiter. Wir können nur nicht überall gleichzeitig arbeiten. Wir sind jetzt unterwegs in diesen Abschnitten von Dülmen Nord bis zur Bahnlinie. Den wollen wir etwa in 22 freigeben für den Verkehr. Ende 23 muss man deutlich sagen. Dann aber schon Mitte 23 werden wir einen weiteren Abschnitt freigeben können, nämlich den von der Bahnlinie bis zur Anschlussstelle Mehrfeld. Wir haben insgesamt 22 Ingenieurbauwerke, Brücken und oder Stützwände. Wir gehen davon aus, dass wir die 80 Millionen, die wir schon vor einigen Jahren errechnet haben, in etwa also auch werden einhalten können. In rund 4 Jahren sollen die Ausbaumaßnahmen auf der gesamten Strecke der neuen B67 abgeschlossen sein. Eine Fahrt von Bocholt nach Münster würde dann nur noch 1 Stunde dauern. Bislang müssen Autofahrer hierfür 2 Stunden einplanen.